Hallo liebe Go-Fans, ihr wollt den neuen Defender? Einfach abonnieren klicken und dann weiterschauen. Ja, hallihallo liebe Go-Fans und herzlich willkommen zu einem neuen Point of View Video. Und was haben wir denn hier? Ganz genau. Wohl eine der am meisten erwartetsten Neuerscheinungen dieses Jahres, den neuen Defender. Die Meinungen sind ja grundsätzlich sehr gespalten. Von himmelhoch jauchzend bis hin zu, das ist aber kein richtiger Defender, gibt's eigentlich alles. Meine persönliche Meinung dazu, es ist ein bisschen was von beiden. Aber auf jeden Fall das Beste von beiden, denn, ja, er heißt wieder Defender und nein, er ist kein karges Leiterrohrrahmenauto, das ab dreistelliger Geschwindigkeit nicht mehr zu fahren ist, weil Land Rover, die Marke Land Rover, die hat sich einfach gewandelt. Es sind Luxusautos geworden, aber mit hervorragenden Geländeeigenschaften. Und genau das ist es. Es ist ein Luxus-Expeditionsfahrzeug. Na klar, die Welt ist kartografiert, aber trotzdem macht es einen Heidenspaß. Und ich persönlich finde die Optik richtig gelungen. Besonders hier in dieser genialen Farbe. Mit dem farblich weiß abgesetzten Dach, das macht richtig was her. Wir haben hier die lange Version, den Land Rover Defender 110er. Es kommt auch noch der 90er Ende dieses Jahres. Der hat dann nur zwei Türen, ist etwas kürzer. Und geht dann halt auch wieder, weil er einfach etwas karger ist, zur Idee des Ur-Land Rover Defender, der erst seit 1990, glaube ich, Defender hieß. Davor hieß er einfach nur Land Rover. In jedem Fall haben wir überall Akzente an das Urmodell. Einfach dieses glatte Heck, wenn man es von da anschaut, das ist ja wie mit dem Lineal gezogen. Einmal runter mit diesen eingelassenen Rückleuchten, schaut super aus. Dann haben wir, na fangen wir gleich mal an. Einmal das Reserverad, 20 Zoll hat das. Ja, riesig, oder? Und dann noch einmal 255 60 R20. Viel Reifen und viel Felge. Aber gut, ist ja auch viel Auto. Wir haben hier den D240, dazu kommen wir später zum Motor. Der Vierzylinder Diesel, 240 PS hat er. Machen wir mal auf. Seitlich geht er auf. Und wir sehen, es ist sehr praktisch. Es ist Kunststoff mit Riffelblech-Anmutung. In jedem Fall abwaschbar. 857 Liter. Das ist mein Wort. Wird das da unten eingerechnet sein. Aber was man hier auch gleich sieht, ist diese Fenster, die Lichteinlässe. Da haben sie sich echt was dabei gedacht. Das ist wirklich nett. Es schaut cool aus einfach. Wirklich von der Anmutung her sehr, sehr geil. Machen wir mal zu. Hier, Kamera. Die ist dann für den Rückspiegel. Wir haben hier ein extra, diese Platten, damit man das Safari-Package draufschnallen kann, damit es nicht an den Scheiben reibt und vielleicht die Scheiben auch noch blind macht. Wir haben hier, das ist riesig, dieses Fahrzeug. Hinten sehr viel Platz. Da gleich USB-Stecker. Aber auf jeden Fall mal gleich zum Anhalten. Richtig viel Kopffreiheit. Es ist sehr weit oben, das Dach. Das Ganze gibt dem Ganzen einen luftigen Charakter. Und auch hier sieht man es mit diesen Torx-Schrauben. Also das hat schon Style. Und die Sitze sind eigentlich super bequem. Stark. Wunderbar. Gehen wir wieder hinaus. Wir haben hier Luftauslässe, wir haben hier auch in Riffelblech-Optik, aber dass es nicht rosten kann, in Kunststoff. Sie werden sagen, dafür, dass es nicht rosten kann, ist es aber auch einfach ein bisschen günstiger. Aber es schaut gut aus, weil dieses Schwarz harmoniert perfekt mit dem Blau und dem weißen Dach und das. Also es kann schon was. Und vor allen Dingen, er steht wirklich mächtig da.
Naja, setzen wir uns mal hinein. Ich bin ja schon ein paar Meter gefahren und muss einmal sagen, in der Sendung sind wir auch wirklich im harten Offroad gefahren. Das heißt, wir wissen, der kann was, der Wagen. Und da könnt ihr euch auf verschiedensten YouTube-Videos Sachen anschauen. Der kann wirklich Gelände und das sogar mit diesen Reifen, mit Straßenreifen, deren Abrollgeräusch eigentlich erstaunlich leise ist. Jetzt ist er gerade auf unterstem Niveau. Jeder 110er Defender fährt, kommt serienmäßig mit einem absenkbaren oder hebbaren, je nachdem, was die Ausgangssituation ist, um 7,5 cm verstellbaren Luftfahrwerk, das grundsätzlich sehr, sehr komfortabel ist. Und ihr merkt es schon, er kann Gelände fahren, er kann halt auch komfortabel fahren. So, dann starten wir ihn einmal. Dann werde ich die GoPro einfach etwas runterrichten. So. Also. Ja, wunderbar. Wir haben hier kabellos laden, das ist okay. Wunderbar. Wir haben normal USB, USB Typ C. Es schaut ein bisschen. Dreh mal die Klimaanlage ein bisschen runter. Tja, na wie? Na? Ah ja. So. Gut. Da hinter dem Bildschirm kann man was reingeben. Es ist so gummiert, es fühlt sich eigenartig an. Ganz witzig, in einem Auto kenne ich das bis dato eigentlich noch gar nicht. Die Sitze, ja, Isofix, also das kann auch, also man kann so wenig sehen, dass man nicht mehr Auto fahren kann, aber man kann immer noch lesen, dass es da ein Isofix für den Kindersitz gibt. Ja, mein Lieblingsextra ist der Kühlschrank. Es ist nämlich kein herabkühlbares Handschuhfach oder so, es ist ein richtiger Kühlschrank, es ist kalt. Da kannst du Eis reingeben. Was haben wir dann noch? Eine richtig dicke Mittelkonsole. Ja, Ablagefächer noch und nöcher. Und ja, der Beifahrer, der kann sich halt an der Tür anhalten. Es wäre ganz witzig gewesen, wenn er vielleicht da noch so einen Haltegriff gehabt hätte, weil mit dem Auto kann man, auch wenn es nicht viele machen werden, mit dem Auto kann man richtig ins Gelände fahren. Warum das nicht so viele Leute machen werden? Weil er wirklich komfortabel ist und halt groß. Also wenn man jetzt da auf der Suche nach einem Statement ist, nach einem Statement-Car, das aber trotzdem, das zwar irrsinnig geil ausschaut, aber trotzdem alltagstauglich ist, nehmen wir den. Weil so fett er auch ausschaut, einfach durch dieses geometrische Design, der ist nur 4,75 lang. Das ist eigentlich nicht groß und vor allen Dingen nicht, wenn man bedenkt, was für eine Wirkung der hat. Da steht er wirklich mächtig da. Ja, man sieht's. Man hat da alle Möglichkeiten. Gras, Schotter, Schnee, Schlamm, Spurrinnen, Sand, Felsenkriechen, Wahnsinn, warten, konfigurierbar, dass ich es rausbekomme, Komfort. Und er, also im Grunde ist er aber eigentlich relativ straff, überraschend straff ausgelegt. Gut, der Wendekreis ist jo, aber bei solchen großen Rädern, gut, das lassen wir ihm durchgehen. In jedem Fall haben wir hier den 240D. 2 Liter Vierzylinder, Turbo natürlich, 240 PS. Weit über 400 Newtonmeter und deswegen geht er erstaunlich gut. Also das geht wirklich gut. Wenn man sich denkt, okay, das Auto hat weit über 2 Tonnen und man hat da eigentlich einen 2 Liter Diesel, den man einer Mittelklasse-Limousine zutraut, aber das marschiert wirklich vorwärts. Und hat nicht allzu viel Durst. Also ja, also 7 Liter geht, 6 Liter geht auch irgendwie. Wir haben uns dann bei 8, 8,5
macht schon Spaß. Und eben, das Auto ist ein Statement, die Leute schauen. Man wird sehr oft angesprochen auf das Auto. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Ja, wenn Sie das Auto im Gelände fahren sehen wollt, dann schaut hier auf unserem YouTube-Kanal den Go-Fernsehbeitrag mit dem Tom an. Der hat da einiges aus dem Fahrzeug rausgeholt. Wir fahren einfach nur, wie es die meisten normalen Menschen auch machen würden, auf der Straße. Und da fällt einfach dieser Komfort auf. Luftfederung. Luftfederung in Verbindung mit viel Reifen, einer hohen Reifenflanke. Da wird schon einiges weggefedert. Und ich meine, das muss man halt jetzt ganz ehrlich sagen, das ist der erste Defender, der auf der Autobahn fahren kann. Also können haben es die anderen auch, aber man hat es echt nicht wollen. Da ist man lieber querfeldein durchs Gelände gefahren. Aber bei dem Fahrzeug fühlt sich Autobahnfahren nicht falsch an. Ganz theoretisch geht er über 180. Bezweifle ich, dass das Spaß macht, weil, naja klar, man hat halt einfach durch dieses Design, durch dieses sehr ikonische Design, einen Luftwiderstandsbeiwärts wie der linke Flügel vom Stephansdom. Das heißt, irgendwann einmal wird er sich gegen den Wind stemmen, und beziehungsweise der Wind stemmt sich gegen das Auto und dann wird das einfach nur noch pfeifen. Das wollen wir nicht. Ist ja nach wie vor ein Luxusauto, das fühlt sich auch alles toll an. Also mit diesen Gummierten, das ist wirklich wieder outstanding. Und dahinter, das schaut aus als, ich weiß nicht, es könnte mit dem 3D-Drucker gedruckt sein. Kann man ja mal googeln. Also ich kann es jetzt beim Autofahren nicht. Die grafische Darstellung, das wollte ich auch noch. Also das schaut geil aus. Das schaut aus wie bei einem, wie bei so einem Luxus-Smartphone. Jetzt, ja, überschreiten Sie nicht die Grenzen des Autos, da kann man die Differenziale sperren, sperrbares Mitteldifferenzial, sperrbares Heckdifferenzial. Und dann, ja, du lieber Fiat 500L vor mir, gib doch Gas. Ja, also das Gelände, da brauchen wir nicht drüber reden, das kann er. Ansonsten gibt es den, eben Ende des Jahres kommt der 90er, also der Zweitürer. Es gibt den auch als 200 DM, 200 PS Diesel. Es gibt ihn als 300 P, also als Benziner, und mit 6 Zylinder auch als 400er. Und ja, schauen wir mal, wann der 3 Liter Diesel folgt. Hat er noch ein bisschen Zeit. Ist er noch ein junges Auto. Was gibt es zu sagen? Ja, also man kann mit dem Auto überall hinfahren. Also ich würde, wenn ich auf eine Expedition fahren würde, außerhalb von befestigten Straßen, außerhalb der Zivilisation, würde ich das vermutlich mit diesem Auto tun. Erstens, weil er es kann, und zweitens, weil es, glaube ich, ein geiles Feeling ist. Also alleine schon die Türinnentafel mit diesen Torx-Schrauben, das zeigt von, ja, ich bin zwar schon auf der Luxusschiene unterwegs, habe aber meine rustikale Herkunft nicht ganz vergessen. Und das macht, glaube ich, den Reiz dieses Autos aus. Ah, mal noch. Kamera. Hui, Volvo-Lastwagen. Ja, es ist ganz nett, würde ich sagen. Gut, ja, ich meine, gratis ist er nicht, sonderlich billig auch nicht. Aber für ein Statement-Auto mit Kultfaktor
wo man gerne vorfährt. Ist es okay? Also, man braucht sich einfach nur anschauen, was man um den Preis, da sind es jetzt da rund 80.000 Euro, ja, es ist total viel Geld, aber was man um den Preis bei anderen bekommt, und wenn man jetzt sagt, man ist eher der rustikale Typ und möchte nicht da mit dem Luxus-SUV vorfahren, dann ist das Auto, weil das ist kein SUV, das ist ein Geländewagen. Auch wenn es jetzt da nicht mehr Leiterrahmen und Starrachse, sondern selbsttragende Karosserie und Einzelradaufhängung ist. Aber sehen wir uns ehrlich, das war das jemals leiwand zum Fahren? Also außer dann, wo es halt frisch rauskommen ist, weil es dann einfach state of the art war. Aber hat das jemand, also wirklich das Fahren mit einem Leiterrahmen und Starrachse, das war kultig, aber richtig cool. Es war cool, weil man es gefahren ist. Aber gut, das ist jetzt eine Diskussion, da kann man anfangen, weil mit einem Oldtimer an sich fahren ist ja auch nicht so einfach und so schnell und auch so komfortabel wie mit einem neuen Auto. Das ist halt dann cool, wenn man ja damit unterwegs ist. Wie denkt ihr darüber? Sollte man die mögliche Technik verbauen? Oder sollte man es einfach lassen und sagen, ja, war ja früher auch nicht anders. Ja, aber war früher alles besser? Denn wir dürfen eins nicht vergessen, wie der erste Defender entwickelt wurde, wurde ja auch das an Technik reingeschmissen, was damals State of the Art war. Und wenn man den Gedankengang jetzt wiederholt, was sich die Entwickler damals gedacht haben und das auf heute ummünzt, dann wäre es ja eigentlich falsch, nicht das zu tun, was die damals gemacht haben. Einfach das Beste und Robusteste reinzupfeffern, dieses Auto, was es gegeben hat. Eine spannende Frage. Und ich muss schon sagen, also dieser Vierzylinder-Diesel, der hat schon einen geilen Klang. Das wirkt dumpf, das wirkt fast schon künstlich, aber Land Rover sagt, es ist nicht künstlich verstärkt. Und mit sowas sind sie eigentlich ganz ehrlich. Das heißt, der hat einen guten Klang. Der Weg ist ja wunderbar. Und einmal voll drauf. Hui. Das ist geräuschmäßig echt in Ordnung. Ich habe von ein paar Kollegen gehört, dass ab 180, ich meine, es ist lächerlich, ja, aber ab 170, 180 die rechte A-Säule ein leichtes Windgeräusch macht. Wer allerdings das bekrittelt, dem ist eigentlich nicht mehr zu helfen. Muss ich ehrlich sagen. Und mit diesen Worten in einer seltenen Situation, nämlich mit einem Defender auf der Autobahn, verabschiede ich mich von euch. Erinnere euch dran, abonnieren, abonnieren, abonnieren. Weil da gibt es nicht nur solche POV-Videos, da gibt es auch unsere Fernsehbeiträge, da gibt es auch Beiträge, die wirklich nur direkt für YouTube, für uns, für online produziert sind. Und ja, immer was Neues, immer mit viel Spaß und vor allen Dingen immer mit richtig viel Power. Servus!